Die Vertreterin der NEOS im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss ist die nächste, Stefanie Crisper. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Mit Frau Präsidentin Bures, Kollegin Penny Bayer, Kollegen Lopatka, Kollegen Graf und anderen war ich gerade 3 Tage in Straßburg beim Europarat bei der Plenarversammlung. Und gerade unter den älteren Semestern auch der anderen Länder ist eine Wahrnehmung ganz klar, dass nämlich in den letzten 10, 20 Jahren es zu einer Erosion in vielen Ländern kam, in ihrer Demokratie, in ihrer Rechtsstaatlichkeit. Dass in vielen Ländern das demokratische Gefüge geschwächt wurde, Desinformationskampagnen, hybride Kriegsführung weiter destabilisieren, Wahlen manipuliert werden und Politiker sich an der Macht ruchlos bereichern und das alles ohne Konsequenzen. Das Spektrum ist natürlich ein breites. Auf der einen Seite ist Polen, das jetzt unter strenger Monitoring ist. Auf der anderen Seite zum Beispiel Niederlande, über die ich mit einem Kollegen aus Rumänien einen Bericht erstatten werde, wo man aber zum Beispiel sieht, wo man es nicht glauben würde in diesem Land, dass es dort mit der Demokratie auch bergab geht, weil man sie vernachlässigt. Und ich bin nicht erleichtert zurückgeflogen, weil bei uns alles so gut ist. Am Weg begleiteten uns die Nachrichten über die ersten Prozesstage von Suhi Kamasin, der Ex-ÖVP-Ministerin, die sich wegen schweren Betrugs und wettbewerbsbeschränkender Absprachen vor Gericht verantworten muss. Es ist erfreulich, dass es Ermittlungen zu Korruption in der Politik gibt. Und das ist, by the way, auch ein großer Erfolg, auch vom Ibiza-Untersuchungsausschuss, der darauf geachtet hat, hier die schlimme Arbeitssituation der Korruptionsermittler in unserem Land in den Fokus zu nehmen und darauf zu achten, dass nichts da schlagen wird. Es wird also ermittelt, das ist ja schon mal ein Erfolg. Aber kümmert sich die jetzige Politik, diese Regierung, positiv stärkt um unsere Demokratie? Oder gibt es eher von Seiten der Mächtigen auch in unserem Land weiterhin Machtmissbrauch? Bereichern sich jene an der Macht weiterhin? Nehmen sie zum Machterhalt auch die Medien an die Leine? Schieben sie sich weiterhin Posten zu? Leider alles Letzteres. In dem Sinne begleiteten mich am Heimweg auch die News zu der Demonstration zur Erhalt der Wiener Zeitung, wo Franz Fischler, ich denke ein ÖVP-naher Herr, meinte, die Demokratie in Österreich ist nicht mehr in dem Maße gesichert, wie sie einmal gesichert war. Und das lässt sich objektivieren. Im internationalen Demokratieindex stehen wir bei Platz 20. Beim Korruptionsindex bei Platz 22. Bei der Pressefreiheit sind wir von 17 auf 31 binnen eines Jahres abgerutscht. GRECO, die Staatengruppe gegen Korruption des Europarates, hat uns abgewatscht. Und das Bild, Kollege Hanger, bestätigte sich im U-Ausschuss. Waren die Bereicherungen unter Minister Grasser oder die Postenkorruption unter Ernst Strasser genauso österreichische Praxis wie die Faymannsche Beziehung zu Inseraten, so mussten wir unter Ex-Kanzler Kurz durch die türkise ÖVP von 2017 bis 2021 ein Best-of-Korruption erleben. Das haben wir klar im U-Ausschuss herausgearbeitet. Die türkise Familie hat sich mit einer noch nie dagewesenen Dreistigkeit an der Republik bereichert und versucht, Ermittlungen dazu zu verhindern. Die Republik schien immer mehr als Selbstbedienungsladen einiger weniger. So, und wo bleiben jetzt die Reformen? Die Reformen, die es bräuchte, haben im Ibiza- und ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss in 3 Jahren akribisch erarbeitet. Wir 4 Parteien ohne die ÖVP oder besser gesagt trotz der ÖVP. Denn ein U-Ausschuss ist ja schließlich kein Selbstzweck. Wir als Volksvertreter haben die Verantwortung, die dort herausgearbeiteten Missstände durch Gesetzesreformen zu beenden. Aber die relevanten Reformen kommen nicht. Sogar im Gegenteil, unsere Demokratie wird weiter geschwächt. Weil heute die Medienpolitik der Regierung zum Beispiel hier noch Thema sein wird, ein Beispiel aus dem U-Ausschuss, wir zeigen dort auf, dass Millionenbeträge von Fleischmann und Co. freihändig vergeben wurden und die Fachbeamten das nur abstempeln durften fürs Kabinett. Und dann gibt es unter dieser Regierung ein bisschen Transparenz, aber weiterhin keine klaren Obergrenzen und keine verpflichtenden Kriterien für die Vergabe von Inseraten um unglaublich viel Steuergeld. Die bewiesene Abhängigkeit mancher Medien von der Politik wurde also um keinen Deut reduziert. So, von der ÖVP ist man ja Selbstkritik. Ist Selbstkritik und Reformen für eine Stärkung unserer Demokratie jetzt nicht zu erwarten.
Sie reagiert nicht mal darauf, dass der Vertrauensindex der Bevölkerung desaströs ist, was ich verstehen kann, und nach Reformen schreit. Dass es ein Antikorruptionsvolksbegehren gab mit ganz klaren Reformvorschlägen. Dass es eine Initiative saubere Hände gibt. Dass es eine Initiative bessere Verwaltung gibt, die Reformen fordert. Und die Grünen. So toll und engagiert die Arbeit von Nina Tomaselli und Kollegen Stöckmüller im U-Ausschuss war. In der Regierung habt ihr längst aufgegeben, sitzt am Rand des Sumpfes der Korruption und werft nur elegisch Steinchen rein. Und habt aber auch die Kutzpe, diesen desaströsen Zustand den Menschen Österreich derart zu verkaufen, letzte Seite U-Ausschussbericht der Grünen. Und langsam verbreitet sich die Nachricht vom Regierungsviertel in Wien bis in die kleinste Gemeindestube. Selbstbedienungsmentalität, Spezialbehandlung für euch reiche Freunde und Manipulation der Bevölkerung. Das geht nicht mehr. Diese Zeiten sind vorbei. Nein, diese Nachricht verbreitet sich nicht. Rumgesprochen hat sich, dass man so weiter kann wie immer. Und das machen die Grünen sich die Rollen der Geiselhaft zu leicht. Denn ein wenig könnten sie sich doch bewegen und handeln. Denn gerade bei der Postenkorruption ist der zuständige Minister Werner Kogler. Er könnte vieles einfach umsetzen. Klare Vorgaben für die Größe, Qualifikation und Zusammensetzung von Kabinetten. Das Kogler-Ressort könnte und sollte auch schon jetzt viel strenger über den Personalplan und bei den Sonderverträgen sein. Stattdessen haben wir den historischen Höchststand bei der Größe der Kabinette. Verbesserungen der Postenvergabe, und deswegen rede ich hier zentral darüber, sind umso wichtiger, als es hier um die Zukunft unserer Verwaltung geht. Auch das ist eine Lehre aus dem U-Ausschuss. Wir haben gesehen, wie ein Herr Schmidt mit seinen früheren Kabinettsfreunden zusammengespielt hat und hier für die nächsten 10, 15 Jahre wichtige Personen, für die ÖVP wichtige Personen in Führungspositionen gehievt hat. Wo wir jetzt nichts ändern und das System weiterlaufen lassen, haben wir die nächsten Jahrzehnte dort Personen sitzen, deren Priorität eine Partei ist und nicht die Republik, die eigenen Freunde dort sitzen, statt die klügsten und fähigsten Köpfe für die Menschen in diesem Land. Damit Vizekanzler Kogler endlich handelt, bringen wir heute einen Antrag zur Reform für die Bundesverwaltung ein. Und wir erinnern die Regierung auch an ihre Versprechen und setzen unsere Anträge, die es schon längst gibt, für ein Informationsfreiheitsgesetz und einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt Frist, damit sich endlich etwas tut. Und für den nächsten U-Ausschuss noch systemisch eine Information an alle Bürgerinnen und Bürger, die es interessiert. Und ich glaube, viele sind frustriert, dass sie nicht selbst ein Bild vom U-Ausschuss machen können, weil er nicht öffentlich ist. Diesen Antrag gibt es von uns schon seit Jahren. Die einzigen, die keine Öffentlichkeit wollen, ist die ÖVP, weil dann kann sie weiterhin in einem nur medienöffentlichen Ausschuss unsere Aufklärungsarbeit torpedieren und so Aufklärung verhindern.